meine Raststation. Auf mich wartet der Thron, denn ich und Rap gehören zusammen, so wie Vater und Sohn. Was dieses Land benötigt, es verlangt nach seinem wahren König. Tja, manchmal fühle ich mich wie Aragorn. Ein Blick ins Game genügt, um zu erkennen, das sind alles Loser. Sind bei Mike Kabinen im Keller und leben dort, so wie Arthur Spooner. Sie weichen vor meinen Antlitz, doch merken, dass es nicht geht. Versuchen zu flüchten, doch mein Rap ihnen Guantanamo Bay. Rapper schicken, dem es doch klingen wie Lana Del Rey. Ich bekomm Brechreiz und wieder landen im Apfel-CDs. Es ist mir schleierhaft wie indische Frauen. Wenn du sagst, sie klingen nicht scharf, meinst du hoffentlich nen Rasierer von Braun. Denn viel zu lang war dieser Thron unbesetzt, das ist das Album Nummer 3. Und mit diesem hole ich ihn mir jetzt. Und irgendwann werden sie sagen, er war der Größte seiner Zeit. Es ist Dame, der ungekrönte König, unser Mike. Jetzt bin ich dran. Kein normaler Rap, nein, das ist Musik. Sie hören die Stimme, hören die Rhymes und sie nicken zum Beat. Die meisten Rapper haben dich enttäuscht. Und genau aus diesem Grund leg ich mich jetzt für dich ins Zeug. Jetzt bin ich dran. Kein normaler Rap, nein, das ist Musik. In deinen Ohren, du hebst die Hände einfach, weil du es liebst. Ich bleib meiner Linie treu. Reinige für dich Hip-Hop und der Funk ist wieder richtig neu.